rückgreifend auf drei, vier Formulierungen, wie üblich, bis zum Weiterkommen, nochmal ein Stück zurück, damit man den Faden knüpfen kann. Es herrscht, so hatte ich formuliert, eine fluide Realität. Ob wir das nun wollen oder nicht. Beharrlichkeit und Stillstand bedeuten nun das neue Böse. Wer am Erreichten festzuhalten strebt, bereitet seinen baldigen Untergang vor. Man muss mit, also ein bisschen dramatisiert, aber man muss mit. Der Eindruck drängt sich auf, Gegenwart im Modus einer Vorläufigkeit zu erleben. Einer Vorläufigkeit, in der alles sofort weitergetrieben wird. Ich sprach hier also früher, ich erinnere, von unserer Existenz als einer Existenz mit Bruchbudencharakter. So hat sich dieses meines Erachtens umgeformt. Also eine Daseinsweise, die selbst das Ich erfasst und bringt es zum Ausdruck in Formen fließender Identitäten. Mann, Frau, Frau, Mann, etc. Und das, denke ich, führt häufig zu einer Wahrnehmung, die meines Erachtens tatsächlicherweise und dann fälschlicherweise mit Diskontinuität und Sprunghaftigkeit in Verbindung ist. Tatsächlich ist die Fluidalexistenz, übrigens ein Begriff, der nicht von mir stammt, das müsste ich noch nachtragen, sondern von einem schreibenden Kollegen, Volker Demuth. Tatsächlich ist die Fluidalexistenz vom kontinuierlichen Entgleiten und Davondriften erfasst. So ähnelt, woran wir Halt zu finden versuchen, dem Treibgut nach einem Schiffbruch. Und das, so die Betrachtung, ruft allerorts zu beobachten, eben Reaktionen auf den Plan, die sich vehement dagegen wehren. Ich nannte religiösen Fundamentalismus, neues Nationalbewusstsein, der Glaube an autoritäre Herrscherfiguren, ethnisch-identitäre Schutzbündnisse, Heimatrenaissance etc. Alles Reaktionen. Also in einer Welt, man kann es vielleicht verstehen, mit kurzem Blick, in einer Welt, die überall Unfestigkeit verströmt, versucht man es mit neuen Verhärtungen. Wenn das nur dabei bliebe, wäre es sehr dramatisch, vor allem im politischen oder politisch-sozialen Raum. Bleibt also die Frage, um diesen Entwicklungen etwas entgegenzusetzen, ob es noch andere, überzeugendere Antworten gibt, wie wir da etwas ändern könnten. Auf andere Weise sich dagegen wehren. Und kann es womöglich helfen, das war ja die Grundidee, über ein mäanderndes Leben in schleifenförmigen Strömungen noch besser Bescheid zu wissen, also da weiter zu gucken, also über fließende Formen einer neuen und einer nicht linearen und langsamen Ordnung, also inmitten der zielorientierten, zweckrationalen,
effizienzorientierten, kurz der linear übersteuerten Gegenwart liegt uns mit der Flussform, mit dem Mäander, ein Hinweis auf den ursprünglich räumlichen Charakter des Utopischen vor. Utopien, so wissen wir, sind simultane Realitäten. Wir brauchen sie also nicht erfinden und lediglich in die Zukunft verlagern. Wir müssen sie einfach ausfindig machen, ihre Andeutungen aufgreifen und ausbreiten. Also eine Idee entwickeln, nicht völlig neu, sondern sie ist schon da, man muss sie nur finden. Bisschen. Aber es gibt, so fuhr ich fort, allerdings, und das muss man feststellen, keine befriedigenden Utopien, die es ganz in die Wirklichkeit schaffen könnten. Sie würden sich ja selbst verlieren. Aber genauso wenig, wie es eine befriedigende Realität gibt, die es ohne Utopie mit sich aushalten könnte. Und ich fürchte, die utopischen Anspielungen des Mäanders müssen ohne so beliebte Figuren sprachlicher Sorte wie Durchbruch, Umsturz oder auch Neuanfang auskommen. Ohne diese. Deswegen gab es hier den Titel Weitermachen. Also nicht neu anfangen oder so etwas, sondern weitermachen, aber anders. Denn die Variationsbreite des Mäanders, oder des Mäander besser ausgedrückt, ist ein geistiges Abenteuer. Eine Art Abenteuer, das sich, so war ja der Vorschlag, ein Abenteuer, das sich auf unser Verständnis von Leben insgesamt ausweiten lässt. Also eine Ästhetisierung der eigenen Existenz, das sprachen wir gestern drüber. Somit scheint ja die Sehnsucht der Moderne oder ausgehend von der Romantik das Gesamtkunstwerk, was nicht erreicht wurde, jetzt eventuell zu erreichen. Die Frage ist dabei aber nicht beantwortet, ob wir es bei der Zerstörungskraft einer reißenden, linientreuen und totalen Liquidität belassen, oder ob wir zur fluiden Form gelangen wollen, die Langsamkeit zulassen, Kehrtwendungen, Schleifen und wechselseitigen Austausch mit einer Umgebung, und sei es die Natur, die deutlich bedächtiger fließt. Also, wir sprechen von Formen des Mäanders. Meine damit, dass wir von der linearen Rationalität von Wachstum und Fortschritt hin zu komplexen Wendefiguren kommen müssen. Das ist eine Betrachtung von außen, von gesellschaftlicher Realität auf das, was im Bereich der Kunst, im Raumlabor Kunst natürlich längst der Fall ist. Aber man muss ja auch mal von außen drauf gucken, damit man es besser sehen kann. Also hin zu komplexen Wendefiguren. Und deren Dimensionen, dieser Wendefiguren, zu denken und umzusetzen in neue, aktiv, passiv gesprägte Wechselspiele von Respekt und Veränderung, Umständlichkeit und Dynamik, vielleicht sogar bis Zivilisation und Natur. Die gerade Linie, wiederhole das, ist geschlossene Form.
Sie diktiert, während der Mäander liest und schreibt zugleich. Er wird erschaffen, wahrscheinlich seit der klassischen Moderne im Raumlabor Kunst und bringt hier zugleich eine paradigmatische Szenerie hervor. Eine Auflösung herrschender Strukturen, denkt an Duchamp, durch die Empirie des Veränderbaren hin zu einer Ästhetik des Fragilen und Metamorphotischen. Also eine mäandernde Praxis, die sich anhaltend als Maßstab und als Einschreibung zugleich versteht. Und so Verspannungen der gesellschaftlichen Verläufe weiterführend, weitermachend erneuern kann. Das sind natürlich auch Utopien, ne? Solche Vorschläge, deswegen habe ich das überhaupt erwähnt. Aber wenn es mit einem geistigen Abenteuer anfängt, dann wäre man ja wohl gut beraten, sich solcher Art von Abenteuer durchaus mal zu stellen. Sich darüber problemorientiert Gedanken zu machen. Ich hatte ja die Figur angeboten, dass Kunst eben auf diese Weise längst auch ihren utopisch geprägten Charakter wiedergewonnen hat. Natürlich auf subversive Weise, das heißt, vielleicht hat es gar keiner gemerkt. Aber das ist ja das Wesen der Subversion, dass sie unbemerkt wirkt. In seinen Aufzeichnungen der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts notiert der Autor Elias Canetti einige Sätze zu Montaigne, von dem ich ja hier auch schon gesprochen hatte, im Kontext des Essays. Was, so vermerkt Canetti, daran an diesen Essays von Montaigne so beachtenswert sei, beruhe auf der besonderen Art und Weise, wie jene Essays sich in der Behandlung ihrer Themen Zeit ließen. Original Canetti, Handwerk des Lebens, Notizen. Nehmt ihr Zeit, ne? Ihr wisst das. Denn jeder einzelne Gedanke, jeder Versuch zeige sich zum geduldigen und genauen Gedankengang bereit. Und in einer solchen Manier könne den dringendsten und erregendsten Fragestellungen in die eine wie die andere Richtung nachgegangen werden. Nachgegangen werden, ohne vorschnelle Schlussfolgerungen zu ziehen oder, noch schlimmer, bei Vorurteilen bereits Halt zu machen. Ob nun intellektuelles Temperament oder erworbene Disziplin, Canetti zumindest erkennt an der leidenschaftlichen Unbeirrbarkeit jeder, aber auch jeder Sache, die von ihr verlangte Zeit zu geben und dabei keinen Gedanken und keine Maßnahme zu übereilen. Die entscheidende Eigenschaft der geistigen und sittlichen Unabhängigkeit des wohl ersten Essayisten Montaigne, immerhin im 16. Jahrhundert. Also die Bemühungen sind schon älter. Wo sie hingeführt haben und was sie übersehen und wovon sie überrollt wurden, wissen wir von der Geschichte. Dabei
müsse die Bedachtsamkeit, notiert Canetti weiter, wohl auf Montaignes Eigenwilligkeit zurückgeführt werden. Eigenwilligkeit, sich selbst auch bei den sachgerechtesten Überlegungen, sich selbst keinen Moment aus den Augen zu verlieren. Ich hatte das mal eingedenkt, wenn wir Interpretationsarbeit oder Analysen, wie man das immer nennen mag, das eine macht dem anderen ja mehr Angst, kann man ja auch so nennen. Wenn wir das tun, immer daran denken, dass ich blicke, also sich selbst mitdenken. Das ist wichtig und nicht nach objektiven Sachverhalten verharren, zwar erst beschreibend danach suchen, aber da sollte man nicht bleiben. Deswegen denke ich, wenn wir Interpretationsarbeit am Abend machen, müssen wir uns Zeit geben dafür. Das tut er ja auch. Es ist manchmal mühsam, sich dem auszusetzen, weil man denkt, man hat das schon alles. Nicht? Mit einem Blick und dann reicht das. Und das stimmt nicht. Durch Langsamkeit, sich Zeit lassend, auch sich in der Zeit, die man sich lässt, zu äußern, macht unglaublich viel Sinn. Ich hatte die Übertreibung dieser Feststellung oder dieser Ansicht, Auffassung. Ich habe mal erzählt, was ich mit Studierenden gemacht habe. Wir haben uns vorgenommen und haben es auch getan, vor den Werken, die wir zu besprechen hatten, aber studentische Arbeiten, also nicht Kunstgeschichte, Vorgeprägtes oder so, 3 Stunden zu sitzen vor einem Herd. Ich habe das hier schon mal erzählt. Diese 3 Stunden sind mühsam, auch mit Schweigen gepflastert, aber das Ergebnis war frappierend insofern, als dann am Ende plötzlich also Erkenntnisse oder ein Erkennen, um es mal ein bisschen kleiner zu sagen, stattfand, womit selbst ich nicht gerechnet hatte, wozu die plötzlich in der Lage waren. Wenn man also die Geduld aufbringt, es müssen nicht 3 Stunden sein, wir haben es natürlich überzogen, aber lass dir Zeit. Meinetwegen sei schnell, aber lass dir Zeit. Schnell beim Denken, langsam im Zeitgebrauch. Aber zurück zu Canetti, was er so wunderschön über ausgehend von Montaignes Texten gesagt hat. Er sagt da weiter, ein solches Denken, also sich keinen Moment aus den Augen zu verlieren bei aller Betrachtung, ein solches Denken behält sich die eigene Subjektivität vor, ohne der selbstvergessenen Illusion von Objektivität und damit verbundener universellen Wahrheit zu verfallen. Sich das klar zu machen, das ist wenig, aber ganz viel. Sich das klar zu machen bedeutet nicht nur die Reflexion zwischen unterschiedlichen Gesichtspunkten geduldig hin und her zu bewegen. Man erkennt überdies, dass alles, worüber nachzusinnen sich lohnt, eine eigentümliche, subjektive Spiegelfläche aufweist. In dieser reflektiert sich selbst, wer den Dingen auf essayistischem, meinetwegen auch meanderndem Wege nachgeht. Man versteht unschwer, hoffe ich, dass sich die Zeit, die bei der meandernden Vernunft aufgewendet werden muss, Umweg und so weiter, im Gegensatz zur rationell-pragmatischen strikt
einem zielführenden Denken, diesem gegenüber vervielfacht. Man gewinnt Zeit und verliert sie nicht. Unser Beispiel, nur noch so abschließend erinnern, unser Beispiel war ja, dass wir in der ästhetischen Erfahrung die Vergangenheit vor uns haben. Alles Ästhetische kommt aus der Vergangenheit. Und somit eine Zeitverdrehung erleben, einen seltsamen Wendestopp. Oder man könnte auch sagen, eine seltsame Wendefigur des Stopp. Und das bringt Zeit zurück und lässt sie nicht in der dramatisch davonreißend fließenden Strömung verschwinden. Nur, sie geht zwar weiter, aber die Zeitform der Empfindung, Paul Valéry, Zeit der Empfindung, Empfindungszeit, hat einen anderen Rhythmus. Hinzu kommt in unserer engeren Betrachtung, dass kein Essay wirklich je abschließbar ist. Denn es gibt kein eigentliches Ende. Es gibt auch keinen Schluss, womit es dann sein Bewenden hätte. Eine Charakteristik des Essay. Nun ist es aber genau das, was beim wahren, sagen wir es ruhig, beim wahren Essayisten letztlich die überlegte, wenn auch vielleicht unzeitgemäße Individualität ausmacht. Canetti schreibt, es gibt ihm, Montaigne, eine Art von Freiheit, bei sich zu bleiben. Nicht viel später sollte sich zeigen, wie dieser Satz, in dem sich, wie ich denke, eine tiefe Bewunderung ausspricht, auf Canetti dann bei dieser Lektüre die Last seiner ganzen Bedenklichkeit fallen lässt. Fallen lässt in der Form, als wäre es die unmittelbare Folge seiner Montaigne-Lektüre. Er verschweigt das nicht. Die unmittelbare Folge, weil er macht sich bald während und nach dieser Lektüre, so beschreibt er das, erbitterte Vorwürfe. Vorwürfe ebenso wie inzwischen alle Welt von der ungeduldigen, vorwärts strebenden Zeit gepackt und vereinnahmt zu sein. 1960, war nicht so lange her. Schlimm auch, und das unterstreicht er durch mehrere Formulierungen, weil damit in diesem Zeitfluss linientreu enthalten zu sein, schlimm auch, weil damit unweigerlich eine Unterwürfigkeitsforderung einhergeht, nämlich die Akzeptanz jener vermeintlich praktischen Vernunft, dem eiligst und direkt zum Ziel führenden Tätigkeiten und den zu diesem Zweck geschaffenen Strukturen nachzukommen. Gradlinig, linientreu. Ein großer Fall von Schönheit, sagte ich, wenn man nicht weiß, was man will. Vielleicht lässt sich das jetzt besser verstehen im Kontext dieser Bemerkungen. Mit einem anderen Satz formuliert, was ich vorher sagte, vor dem Satz mit dem Fall der Schönheit, sich der effizienten Lebensökonomie und ihrem Kalkül rettungslos gerader Formen zu unterwerfen. Das eben nicht. Ich denke, es zeichnet Canettis geistige Unbestechlichkeit aus,
sich dieser ihn selbst betreffenden, niederdrückenden Einsicht mit schonungsloser Ehrlichkeit zu stellen. Er hatte gerade sein Werk, ich erwähnte das ja schon, Masse und Macht beendet und war natürlich, weil es so umfangreich war, ein bisschen, hatte das Gefühl zu schnell und zu, so drückte sich jedenfalls aus. Was diesen Eindruck erzeugte, dass er eben seine geistige Unbestechlichkeit zurückhaben wollte, weil er glaubte, sie verloren zu haben. Diese Form der Selbstmissbilligung, von der Aristoteles sprach davon, auf diese Weise setzte er sich im Rahmen der Selbstmissbilligung, der Selbstverdächtigung aus, die innere Freiheit und innere Unabhängigkeit zumindest teilweise eingebüßt zu haben. Ein Argwohn, anderes Wort, der für Canelli, so schien es, zum Verwerflichsten gehört. Zum Verwerflichsten dessen, was er sich vorstellen kann, nämlich nicht mehr bei sich zu sein. Ein Selbstverlust, der einen geradlinigen, wenig Umstände machenden Denken geschuldet ist. Selbstverlust. Nicht nur geschuldet, sondern dessen selbstzerstörerische Kraft letztendlich darauf beruht, dass eine solche, er nannte das dann Sinnesart, nämlich die moderne Vernunft unausweichlich dazu führt, dass man das Wichtigste allen Denkens aus dem Blick verliert. Das Wichtigste, jenes Fremde, Fragwürdige und Unbekannte, mit dessen Andersheiten, worin sich unsere Eigenheit als in ihrem Spiegel überhaupt erst wahrnehmen lassen und zu erkennen glauben. Von Montaigne ausgehend, 16. Jahrhundert, da kommt er uns sowieso immer, wenn man den liest, wie ein Zeitgenosse vor und nicht 500 Jahre her. Das ist ein seltsamer Eindruck. Aber eben kann er die auch schon, ist ja auch schon ein paar Tage her, eben dann schon zu wissen oder da schon gewusst zu haben, dass diese Linearität der digitalen Welt, die das verschärft, imstande ist, das eigene Selbst aus dem Blick zu verlieren. Durch Geschwindigkeit, Schnelligkeit, Virtualität, Körperlosigkeit etc. Warum sage ich sowas? Weil was wir tun, nicht mit dem Stift so irgendwo oder mit ein bisschen Farbe irgendwo rumzurühren, könnte ja auch, wenn es nicht so kulturelle, wichtige Formationen bilden könnte, könnte ja auch lächerlich sein. Was ja im Übrigen auch viele denken. Ne? Wenn man sich mit sowas beschäftigt, dann passt das eben nicht in die herrschende Kulturform der Geschwindigkeit, Ökonomie und Effizienz. Es wird nur bewundert, wenn es viel Geld einbringt. Also wenn ein Bild sehr teuer ist, ist es ein tolles Bild. Unbeachtet dessen, dass man jemals drauf geguckt hat. Das ist diesem Strom der kulturellen Geschwindigkeit und Liquidität zu verdanken. Aber das wissen wir ja alles. Aber in dem Moment, so schien mir, da Canetti dies begreift, dass man sich erst im Spiegel der anderen richtig wahrnehmen und erkennen kann. Ihr erinnert euch auch an so einen Spruch, den ich öfter mal gelassen habe. Zeige mir dein Gesicht, damit ich weiß, wie ich aussehe. Ist ja das Gleiche auf andere Art. Könnte auch philosophische
legalistische Formen erwähnen, was lasse ich mal. Also in dem Moment, da Canetti begreift und dies begreift, zeichnet sich für sein eigenes Leben der Eklat einer kaum erträglichen Unmenschlichkeit und Blindheit ab. Natürlich, intelligent wie er war, hat es nicht nur bei sich belassen, sondern erklärt es von sich aus zur Signatur seines Jahrhunderts, nämlich des 20. Jahrhunderts. Also der Eklat einer kaum erträglichen Unmenschlichkeit und infamen Blindheit. Und das nicht allein deswegen, weil die Andersheit des Anderen dadurch in unerreichbare Ferne und in eine furchtbare Unfassbarkeit, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, zu entgleiten droht. Vielmehr kommt hinzu, büßt man damit auch die eigene Fragwürdigkeit und vor allem Selbstfremdheit ein. Alles ist klar. Die Identität wird auf solche Weise zum Fluch. Sie wird zur Anmaßung des Ununterschiedenen, zur Macht, ohne Wechselseitigkeit zu leben. Und das ist schon pathetisch, aber ich denke, trifft zu. Das, genau das, macht den tiefen Schmerz begreiflich, mit dem Canetti in seinen Aufzeichnungen sich bewusst wird, wie sehr er im Begriff ist, zusammen mit Montaignes Wahrheit des gewundenen Denkens und das rätselhafte Wechselspiel von Ich und Du zu verraten. Genau an dieser Stelle hat er den Satz geschrieben, den ich gerne geklaut habe. Ich könnte auch sagen, zitiere: Das Geheimnis des weitesten Weges zu ergründen. Das Geheimnis des Wessen? Des weitesten Weges. Das Geheimnis des weitesten Weges. Entschuldigung. Und ich denke, Canetti hat damit die schönste Wendung gefunden, womit der mäandernde Essayismus des Lebens jemals beschrieben worden ist. Das Geheimnis des weitesten Weges. Und ich stelle mir vor, ein hilfreicher und tröstlicher Zeuge, der am Eingang meiner Ausführungen erwähnte Fernando Pessoa mit seiner Archäologie der Gegenwart, für Canetti hätte sein können, aber damals, obwohl vorher verfasst, waren diese Notizen des Lissabonner Flaneurs noch nicht veröffentlicht. Man hatte erst später in einer Kiste von 25.000 circa unveröffentlichten Papieren gefunden. Also die kam später ans Licht, wie man so sagt, der Öffentlichkeit. Wie oft, schreibt Pessoa in einem dieser undatierten Blätter, suche ich eine als mir entsprechende Linie, die am wenigsten kurze Verbindung zwischen zwei Punkten. Die am wenigsten kurze Verbindung zwischen zwei Punkten, indem ich diese Linie dann im Geiste für ideal erkläre. Zitat Ende. Pessoa nennt sie in diesen Papieren diese ideale Linie des weitesten Abstands die fließende Linie. Und darauf haben wir uns ja die Tage gestützt,
dass das alles kulturelle, geistige Denkformen sind und Bilder, die herüberkommen. Also selbst ich habe auch natürlich Anregungen entgegengenommen, nicht nur von Canetti, sondern eben auch von diesem Volker Demuth, einem Zeitgenossen. Das bleibt ja nicht aus, wenn man ein bisschen lesend unterwegs ist. Es gibt Anregungen besonderer Sorte und es gibt vieles, was auch trotz aller Aufmerksamkeit an einem vorbeirudert. Oder im Kontext Jargon zu bleiben, an einem vorbeiströmt. Ist nicht ganz so schlimm.